Hans Werner Mayer und Mayer und die Geier gleich in der Arald Show. Und Ben von der neuen CD mitgebracht und umgebracht. Ab morgen im Handel. Mein heutiger Gast, meine Damen und Herren, einer der erfolgreichsten Schauspieler bei uns in Film und Fernsehen. Und außerdem mit seinen Schulkameraden hier werden nachher als A Cappella Orchester Mayers Geier uns ein Ständchen bringen. Herzlich willkommen, Hans Werner Mayer. Natürlich nicht als A Cappella Orchester, sondern als A Cappella Chor. Ja. Ja, wann haben Sie sich zusammengetan? Vor über 30 Jahren. In der Schule. Das muss ich so grausam zugeben. Ja, in der Schule. Wir waren 18, ja, beziehungsweise 19. Und wir haben damals Straßenmusik gemacht, ja, und sind damals entdeckt worden von einem Produzenten und haben eine kleine Platte, damals gab es ja noch Platten, Vinyl, ne, Singles, und haben eine Single aufgenommen, die dann Nummer 1 Hit in der Hitparade von Dieter Thomas Heck wurde. Nein! Ja, das hatte aber nichts mit unserer wirklichen Musik zu tun. Die, die hieß Nur dein Clown und wir hießen damals Echo Echo. Hey. Und nicht Mayers Geier, so heißen wir auch heute nicht, ja, übrigens, sondern wir heißen Mayer und die Geier. Ah, Mayer, ja, und die Geier, verstehe. Und wir, ja, haben. Aber mit EI, also. Ich weiß. Ja, genau. Ja, wegen Geier. Wegen, ja, wegen, weil der Sie schreiben hier mit EY. So ist das. Ja, ja. Nee, und wir haben uns entschieden, dann einfach mal nach 10 Jahren haben wir uns wieder zusammengefunden und wollten mit dem, was uns eigentlich interessiert, ja, auf die Bühne. Und das war Barbershop einerseits und andererseits etwas, und das erzähle ich dann später, wenn wir auftreten. Was sozusagen die Geschichte für diesen Song ist. So ist es, ja, genau. Sind Sie schon angefragt worden für die Hitler-Serie? Ja, das, wirklich, ist das Lustige. Ich, hey, war hinter der Bühne und habe gedacht, das gibt's doch nicht. Ich, ja, habe gecastet für diese Rolle. Nein, ja, für welche? Für wen? Für Hitler. Hey! Ja. Und da habe ich gedacht, ach so, Johannes spielt das. Das war nämlich, es haben ja... Sie haben ganz Deutschland gecastet für diese Rolle. Ich frage mich eigentlich, warum. Ja. Aber wir waren beim Casting in Kostüm und Maske. Sensationell. Ja. Wie viele Hitlers waren das? Ja, ich weiß nicht, wie. Also an dem Tag, als ich da war, ich kam aus dem Casting raus und stehe meinem Kollegen Martin Brambach gegenüber. Und der sieht genauso aus wie ich. Und, wie lief's bei dir? Und da haben wir uns überlegt, eigentlich, es ist doch beknackt, ja. Es müssen doch eigentlich, es soll es einen Schauspieler geben, der Hitler immer spielt. Ja. Ja, weil ich meine, was soll das? Ja. Man sieht doch sowieso immer gleich aus. Das stimmt eigentlich sozusagen so, wie es ja auch ein Winnetou gab. Ja. Ja? Beide Figuren haben ja eigentlich eine ähnliche Bedeutung in der deutschen Unterhaltungsindustrie, muss man sagen. Sonst regt sich Pierre Brice auf. Ja. Ja, also, ich war nie ein Nazi. aber Pierre Brice hat auch begriffen, dass er Winnetou nur gespielt hat. Aber er hat mal gesagt, Winnetou hätte seine Karriere zerstört. Ja? Pierre Brice, ja? Fand ich interessant. Die Winnetou-Karriere. Nein, aber seine Vielseitigkeit als Schauspieler. Ah, ah ja, ja, gut. Ja, und das heißt, wie heißt es dann? Sie kriegen mich über die ZPF oder wird man angerufen und das heißt nochmal, ja, in die zweite Runde oder wie? Ja, ich bin ja nicht in die zweite Runde gekommen. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich jetzt beleidigt sein soll. Ach oder, so, ja. Das wurde gleich gesagt. Nö. Nee, Mann. Also das ist auch schon eine Weile her. Das, ja, das hat ewig gedauert, bis dieses Projekt zustande kam. Und ich habe einfach nichts mehr davon gehört. Aber Sie haben schon häufiger in Filmen, die das Thema Dritte Reich hatten, mitgespielt, oder nicht? Nee, eigentlich nicht. Nee? Nee. Ich habe noch nie einen Nazi gespielt. Ich weiß auch nicht, vielleicht nimmt man mir das nicht Oder ab. Vielleicht ohne es zu merken. in irgendeiner Familienserie, wo man, wenn man das psychologisch aufgefällt... Also als Subtext habe ich das oft gehabt, ja. Genau, oder zumindest einen Nazi-Großvater oder so, der das beeinflusst hat. Aber Sie sind ja ein Jahr aus dem Beruf ausgestiegen und haben, heißt es Elternzeit? Ja. Elternzeit genommen, ja. Wie war das? Das war anstrengend. Ist es empfehlenswert? Ja, absolut. Echt? Mhm. Warum? Ja, weil man, ich meine, jetzt ganz ironiefrei, weil man Erfahrungen macht, die man sonst nicht machen kann. Und das geht ja irrsinnig schnell, das wissen Sie ja besser als ich, mit 5 Kindern. Natürlich. Hallo, ich meine. Ja. Aber ich habe es nie gemacht, also damals hatte ich die Möglichkeit nicht, das wurde ja später erfunden. Haben Sie ich hätte es gerne gemacht. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Was sind das für Erfahrungen, die man sonst nicht machen würde und vermisst vor allem? Naja, ich meine, man kriegt es halt sonst nicht mit. Wie der sich entwickelt. Ja, das, ja. Das ist, ich weiß nicht wie das ist, wenn man keine Elternzeit hat. Ich kenne es ja nur so. Ja. Ja. Aber ich habe ehrlich gesagt auch, ich meine, ich habe vor allem die Erfahrung gemacht, was Grenzen bedeuten, nämlich meine. Ja. Ja, aber gut, dafür reichen ja oft 3 Minuten beim Frühstück, oder? Ja. Um diese Grenze Wenn man die Grenze so eng ziehen möchte, dann, ja, reicht es, ja. Ja.
Aber wenn man sich natürlich erweitern will, seinen Horizont erweitern, dann ist es gar nicht so schlecht. Also Sie würden das empfehlen? Ja, ja. Ganz absolut. Und haben Sie es bedauert, als es dann vorbei war und Sie wieder Film gedreht haben? Nein. Nee, das aber schon so klar. Ja, ja, naja, also ich so, als Schauspieler hat man ja immer wieder freie Zeiten. Also wir machen das nach wie vor relativ gleichwertig. Es ist dafür auch gut, dass man sich auf Augenhöhe begegnen kann, also als Partner, dass man weiß, was der andere erlebt und durchmacht. Stimmt, man hat sonst wirklich, auch gerade muss ich sagen, jetzt als Mann oft eine falsche Vorstellung davon, was Frauen tagsüber leisten. Allerdings, ja. Zu Hause, das ist... Also bei uns war das so, immer wenn ich dann, ich habe ja, was heißt Elternzeit, ich hatte auch hin und wieder mal eine Lesung oder so, und wenn ich dann weggefahren bin, dann hat meine Frau mich mal verabschiedet, erhol dich gut. Also, ja. Ja. Seitdem weiß ich, dass Arbeit Urlaub ist. Ja. Also, schöner Urlaub hier. Ja, das muss man aber. Aber ich glaube, wir neuen Männer, Vätergeneration, wir sehen das anders. Da ist die Bereitschaft, sozusagen, sich auch einzubringen, wesentlich größer als das früher. Ist das so? Ich glaube schon, ja. Also, ich höre es von allen. So, dann wollen wir mal Ihre Kollegen rausholen. Damit wir jetzt Meier und die Geier hören und nicht, wie oft in anderen Sendungen irrtümlich gesagt wird, Meiers Geier. Ja. Sind die schon präpariert? Naja, ich muss was dazu erzählen, weil also das zweite Standbein unserer Performance sind phonetische Übersetzungen. Ja, wir sind ja alle zugeballert worden mit englischen Texten in unserer Jugend und haben uns immer alle möglichen Dinge dazu erzählt, die gar nicht in den Texten waren. Also nicht erst seit Axel Hacke wissen wir ja, dass es nicht der weiße Neger Wumbaba heißt, sondern diese kreativen Missverständnisse. Ja. Und da haben wir gedacht, wir setzen die Songs wieder in ihr Rezeptionsrecht ein und übersetzen sie dem Klang nach. Und das Stück, das wir jetzt hier singen, das ist von Uncle Cracker, Follow Me. Follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night und so weiter. Und darüber hat es, und das ist jetzt kein Scherz, in den USA erbitterte Diskussionen gegeben, weil besorgte Elternverbände der Meinung waren, es geht hier gar nicht um Liebe und um Betrug, sondern es geht um was ganz anderes, nämlich um Drogen. Um Drogen. Und deswegen haben wir das Stück neu übersetzt und es heißt Folge mir. Ah, okay. Ja. Ah, das war mir auch nicht so klar. Ja, da finden sich Sätze wie I'll swim through your veins like a fish in the sea. Ich schwimme durch deine Venen wie ein Fisch durch den See. Ich meine, hallo? Ja, das klingt schön. Oder if you leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. Wenn man sich in die Elternzeit verabschiedet. Ja, zum Beispiel. Ja, wissen.